Ja, ein Highlight dieses Spiel für mich gegen den VfL Bochum, ein Highlight in meiner noch kurzen Karriere hier als Vorstand beim Wuppertaler SV. Die Mannschaft hat sich hier im Niederrhein-Pokal hervorragend geschlagen, hat hier ein sensationelles Ergebnis gegen den MSV Duisburg, auch ein ehemaliger Verein von mir, erzielt. Und von daher habe ich die große Hoffnung, dass ich jetzt auf Seiten vom Wuppertaler SV natürlich nicht unbedingt mit dem gleichen Ergebnis, aber mit einem guten Ergebnis vielleicht sogar die super Sensation schaffen könnte oder dabei sein dürfte, wenn der WSV, wenn diese Mannschaft den Erfolg einfahren könnte. Ja, ich bin als Fußballer ja bekannt, mehr oder weniger als Traditionalist. Und wenn ich dieses Derby sehe, Wuppertaler SV im Pokal, losgelöst vom Pokal, gegen den VfL Bochum, in den Ligen gibt es leider keinen, aber im Pokal eben, dann ist es ein Westschlager alter Prägung. Also es knistert an allen Ecken. Also dieses Spiel ist mit Sicherheit ein Highlight. Man sagt als Trainer immer, ein Tor muss her, so ein frühes Tor, am besten ganz schnell. Ich hätte ganz gerne ein spätes Tor. In der 99. Minute, also am Ende der Nachspielzeit, müssen wir durch ein Eigentor möglicherweise 1-0 in Führung gehen. Dann hat man die Chance, dieses Ergebnis zu halten. Ich gehe davon aus, dass der VfL Bochum nach diesem grandiosen Aufstieg, selten eine Mannschaft, die so souverän und in der Entwicklung so gut durchmarschiert ist, traue ich dem VfL zu, dass er auf jeden Fall die Klasse erhält, dass er nicht in Schwierigkeiten gerät. Und wir haben irgendwann mal vor Jahren, als ich zum ersten Mal beim VfL Bochum war, ein Saisonziel ausgegeben, den Klassenerhalt zu schaffen. Das gleiche Saisonziel wird der VfL jetzt auch ausgeben. Wir sind sehr, sehr realistisch geworden. Und auf dem Weg dahin, dieses Ziel zu erreichen, haben wir es geschafft, nicht ein einziges Mal auf dem Abstiegsplatz zu stehen. Und das traue ich dem VfL Bochum mit dieser Mannschaft, mit dieser Führung, mit dieser neuen Führung mit Sicherheit auch zu.